jetzt. Yeah! Rosenkavalier Paul Janke auf der Riesenschaukel. Höhenflug? Bist du eigentlich immer noch zu haben? Oder Durchhänger? Ititrin, 14 Jahre aus Estland, behauptet, ich schaffe auf der Kiking-Schaukel schneller einen Überschlag als Paul Janke. Ititrin und Paul müssen versuchen, so schnell wie möglich einen Überschlag mit der Kiking-Schaukel zu schaffen. Wer den Überschlag in kürzerer Zeit schafft, gewinnt das Duell. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Überschlag vorwärts oder rückwärts gelingt. Ititrin beginnt. Klein gegen groß. Auf los geht's. Los! Das Kiking-Duell. Viel Glück, good luck, E.T. So, die ersten Schwünge. E.T. nimmt Anlauf, ist jetzt bei ca. 180 Grad, ein bisschen darüber hinaus. Und es geht weiter nach oben. Schwung holen. Ah, es ist immer noch viel zu tun. Jawohl, weiter, E.T. Nein, noch nicht. Und da geht sie drüber. Jawohl. Jawohl, E.T., spektakulärer Rückwärtsüberschlag. Respekt, 40,9 Sekunden hat sie gebraucht für diesen Überschlag. E.T., das waren 40,9 Sekunden. Das ist die Zeit, die es jetzt von Paul zu schlagen gilt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob er eventuell auch das Oberteil noch auszieht. Paul. Es hat jetzt ein bisschen gedauert. So, bist du gut drauf? Ja, also ich muss gestehen, dass ich natürlich schon aufgeregt bin. Ja, zu Recht. Ja. Das ist ja jetzt nicht irgendwas. Ne? Also ich meine das gar nicht despektierlich, sondern das ist eine wirklich große Herausforderung. So, Bastian, würde ich jetzt auch dich jetzt fixieren. Bitte. Und dann wollen wir das jetzt machen, oder wie? Ja, wir wollen das jetzt machen. Wolltest du noch jemanden grüßen vorher, oder was? Bist du eigentlich immer noch zu haben? Ich habe nur deswegen gefragt, Paul, weil wir jetzt ja gleich im Anschluss noch ein Kuppelduell spielen. Hast du mir jemanden besorgt? Iris Berben steht bereit, meldet sich gerade. Aber fürs Kuppelduell. Fürs Kuppelduell, nur genau. Nur dafür. Nur dafür. So, auch Paul wird fixiert, gesichert. Aber wir haben es eben bei Itti sehr gut gesehen. Haben wir eigentlich inzwischen haben wir ein paar Zeitlupenbilder schon gesehen? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Können wir noch mal drauf gucken. Da sieht man es noch mal. Dieser Moment gerade, das sagen die Experten immer wieder, vor allen Dingen im Rückwärtsschwung. Da gilt es, entsprechend Schwung zu holen. Das war jetzt schon der Moment, wo sie oben drüber ging. Bam, da sieht man gut, ne, dass sie sich in der Richtung dann rauslehnt, das rüberzieht. So, Bastian legt hier mit den letzten Riemen Hand an. Ja. Nicht ablenken. Nee, da gucken wir. Final Check. Alles klar? Alles fest? Du hast noch mal drauf geguckt, Bastian? Ja. Okay, dann auch für Paul. Itti, jetzt wird's ernst, jetzt wird's spannend. Bastian? Ich bin startklar. Du bist startklar, ich gehe aus dem Weg. Und auch hier, die Zeit läuft, wenn Bastian unter der Schaukel durchgetaucht ist. Paul, viel Erfolg! Und los geht's!
unglaublich! Ich bin völlig... Ich bin völlig geplättet. Wow. Eti, hättest du das... Das war wahnsinnig gut, was er gemacht hat, oder? No, Ika, kui palju treenida. Ja, natürlich, also wenn man viel trainiert. Ja, so, also ich glaube, er hat, was ich gesehen habe, dieses nach vorne schwingen, ne, das war sehr gut, was er nach vorne rausgemacht hat. Ne? No, eks ta on paari päevaga siin palju seda tehnika tõppinud. Da hat natürlich viel gelernt, viel Technik in ein paar Tagen. Paul! So, erstmal shake hands zwischen euch beiden. Ja? Ja? Paul, lass uns... Itti, komm nach vorne. Ja? Lasst uns einmal auf die Zeiten gucken. Itti, 40,9, Paul 33,6. Und damit gewinnt Paul das Kicking-Duell. Unglaublich, das war ein Spitzendurchgang. Ja? Ja?